Gut, wir machen weiter. Wagen, aber bring mir unterwegs noch Fish and Chips und vielleicht ein Pint vom Pub mit. Was machst du da gerade? Der Tee ist uns auch ausgegangen, wenn du mit dem Mini-Countryman eine Runde drehen magst. Oh, verstehe. Britische Stereotyp. Tja, alte Hütte. Gott schütze die Königin. Wow, als hätte ein echter Brite angerufen. Jo, die haben jetzt ein Mini... Ja. Oh. Alle Einheiten, Achtung. Verstärkung steht auf Abruf. Hey, ich nix. Zentrale, die kommen nicht ungeschoren davon. Sekunde, da unten ist noch ein Graffiti und ein Ding. So, hast du die Bürgermeisterin im Radio gehört? Das ist oben? Derselbe Scheiß wie zu unserem Glanz. Das ist unten. Diese Stadt war immer gegen uns. Klar, die Geschäfte mancher Street Racer sind schlecht für die Stadt. Aber für die meisten von uns ist es eine Kunst. Die Stadt ist unsere Leinwand. Uns alle über einen Kamm zu scheren, ist falsch. Eine brauchen wir noch. Selbst Fahrer aus den Heights? Ja, ich spüre die Ironie. Aber wir bringen unser Leben selbst in Ordnung, oder? Ohne eine Bürgermeisterin Stevenson, die uns ihre Lösung aufzwingt. Klar. Vergiss das nie. Dann kommst du da draußen gut klar. Das Bärchen. Wir holen uns Bärchen. Bärchen gefunden. So, und jetzt gehen wir Auto gucken. Den Mini Countryman. Der uns ja so angeboten wird. Ich muss sowieso gerade ein bisschen auf Zeit gucken. Also wie gesagt, ich muss ein bisschen fixieren. Diese und nächste Folge machen wir noch, dann bin ich raus erstmal. Dann habe ich schon im Urlaub alles vorbereitet. Und dann kann ich mich dann an ein anderes Projekt widmen. Weil da fehlt nämlich doch das Hogwarts Legacy. Das will ich auch noch vorbereiten im Urlaub. Und dann geht es wahrscheinlich mit Assassin's Creed weiter. Warum auch immer mein Auto da gerade ein bisschen abgebogen ist. Oh. Aber die Karre steht hier vorne. Parkplatz hier? Was haben wir denn? Also Mini-Countryman hat er ja gesagt, ne? Schlecht. Nehmen wir den mit. Gib her, komm her, mein Freund. Was haben wir denn? 1,25, 12.000. Die gibt's glaube ich so nicht mehr im Spiel, oder? Oder ich habe mich bewusst nicht wahrgenommen. Darum ist es wahrscheinlich richtig. Vor allem war schön aufgeholt. Wo wieder zurücksetzen? Und mich flachsen? Wo habe ich jetzt wieder gemacht? Ich bin doch normal nur. Ah.
Aber dann doch relativ easy eigentlich die Nummer nach Hause gefahren. Und das waren jetzt leicht verdiente 12.000. Nicht so wie in der letzten Folge, wo ich dann doch ein bisschen Ärger hatte mit dem Kopf. Der Wagen ist beim Kunden. Ja, hat angerufen. Spektakulär gefahren. Klang ziemlich beeindruckt. Das war alles? Keine Probleme mit sozialen Medien oder Hungergelüsten? Hey, so vorhersehbar bin ich nicht. Also soll ich noch kurz bei Alfredo anhalten und dir Pizza mitbringen? Hawaii. Aber ohne Ananas, bitte. Ohne Ananas. Bis später, Ryder. Hey, hey. Hab einen neuen Job für dich. Oh, schon wieder? Rover Sport. Cool. Ich wollte schon immer ein Rennen durch Regenkanäle fahren. Schick mir die Infos. Zeit für Offroading, Kiddo. Ist sie festgefahren, oder? Gut, wir sollen ein neues Auto abliefern, und zwar eine Range Rover. Ich will hier drehen, das ist der Gedanke dahinter. Na, dann fahren wir denn mal. Wie steht denn das Auto? Yep. Ich fahre das Auto, fahr jetzt ein bisschen davor hier. Das können wir ja leider nicht im Rennen funktioniert selber machen. Habt ihr viele, viele Cops, das ist das Problem an der Sache. Aber noch sind wir nicht auf dem Radar. Doch interessieren sich die Cops nicht für uns. Das ist immer gut. Ich wusste, der Kura, der war ja schon auf Stufe 5. 30. Also ich muss zugeben, meine Karre ist es nicht. Also meine Farbe, eher meine Farbe ist es nicht, ja. Nur wenn ich ehrlich bin, wenn ich mir einen Offroad-Wagen kaufe, kaufe ich mir den Lamborghini Urus oder den Porsche Panamera. Eine Plakatwand. Oh. Noch eine Plakatwand. Naja. Aber auch so easy. Also das waren jetzt mal 30.000, die ich mal eben so easy peasy verdient habe. Der Range Rover ist abgeliefert. Deine Nummer 1 hat es wieder geschafft. Meine einzige Nummer. Aber gute Arbeit. Hängst die Konkurrenz echt ab? Ja, hab mich an der Burger Academy versucht. Bin aber schriftlich durchgefallen. Jetzt habe ich Lust auf einen doppelten Cheeseburger. Bis später. So, die Kohle nehmen wir mit. Na, jetzt tun wir jetzt noch. Jetzt bringen wir das Auto kurz in die Garage, machen hier ein Dings und machen heute Feierabend. Dann haben wir zwei Autos abgeliefert, haben fast 30.000 verdient, also jetzt fast 25, 26.000. Fast 27 sogar. Oder mehr sogar. Und das nur mit zwei Fahrzeuglieferungen. 27.000 und 25 Dollar.
So, Tickets. Heute Nacht reden wir über Stevensons neueste Seifenoper. Die Probleme der einfachen Leute. Bin überrascht, dass sie überhaupt welche kennt, während sie es sich in ihrer schicken Villa im Kennedy Valley gemütlich macht. Aber echte Menschen haben Probleme, über die Runden zu kommen, ihre Familie zu ernähren, Arbeit zu finden und medizinische Untersuchungen oder Medikamente zu bekommen. Die Lebenskosten steigen ins Unermessliche. Und die Bürgermeisterin verschwendet Geld für Verkehrspolizisten? Wir brauchen Polizisten in der Gemeinde, nicht auf den Straßen. Straßenrennen sind nicht das Problem, Stevenson. Du bist das Problem. So, 300. 207. Skyline ist auch was fertig für, die, für das Ding, ne? 318 für 50.000. Aber gut, wir haben keine Elite-Teile. 313, 26.000. Ein bisschen Kohle brauchen wir noch auf jeden Fall. 14, 31. Siebenundfünfzig. Achtundsiebzigtausend. Achtundsiebzigtausend. Dann hätte der alle seine Teile. Auch super. Da wäre der Skyline zumindest schon mal in Richtung. In Richtung Fürstings bereit. Der hat ja 300 glatt. So. Meine Wagen. Spielen. Ich habe da nämlich noch was offen. Wie heißt die Nummer? Hör mal. Wie hieß die Nummer? Lakeshore Remix. Das war das Ding. Mit dem Ding habe ich noch eine Nummer offen. Das machen wir bei der nächsten Folge. Und dann probieren wir es nochmal. Bis dahin. Tschüss.